Sommerliche Temperaturen im Oktober lockten am Samstag zahlreiche Besucher auf den Schulhof der Anna-Katharina-Emmerich-Grundschule in Dülmen. Neben der Schule präsentierten sich hier auch viele Vereine und Institutionen mit Ständen. Der Stadtteil Haverland stellt sich vor. Genau, der Stadtteil hat ganz viel Potenzial und das wird quasi heute voll und ganz ausgeschöpft. Verschiedene Akteure, Sportverbände, Schulen, Kindergärten stellen sich vor und animieren zum Mitmachen und das ganz zugänglich für alle Dülmner und Bewohner. Schulleiter Thorsten Büscher begrüßte alle Anwesenden und dankte den Organisatoren und Vereinen für die Bereitschaft, beim Schulfest mitzumachen. Also zum einen haben wir heute den Tag der offenen Tür, wo wir uns den neuen zukünftigen Schülern präsentieren und deren Eltern. Zum anderen haben wir aber heute natürlich dieses interkulturelle Fest, wo wir uns als Stadtteil präsentieren und die gesamte Vielfalt des Stadtteils präsentiert mit all den Institutionen und Organisationen. Aufgrund des Förderprojektes des Landes wurde der Schulhof aufgewertet, wir haben neue Spielgeräte bekommen, aber auch der gesamte Stadtteil wird aufgewertet. Es gibt eine Quartiersmanagerin, die sich hier präsentiert, also vielfältige Angebote. Und ich denke mal, für jeden was dabei und jeder wird staunen, was der Stadtteil tatsächlich alles präsentiert. Ja, wir haben heute die Verknüpfung unseres interkulturellen Festes mit dem Tag der offenen Tür der AKE-Schule. Und ich halte es für eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir haben eine Vielzahl von Angeboten. Ich glaube, 20 Punkte sind allein im Flyer aufgeführt. Und ich denke, heute ist wirklich das Who is Who des Ehrenamtes dieser Stadt hier unterwegs. Besonders die neuen Spielgeräte auf dem Schulhof zogen die Kinder magisch an. Aber auch beim Schminkstand bildete sich sehr schnell eine Warteschlange. Ihr künstlerisches Talent konnten die Kinder am Stand der Graffiti-Sprayer Tulipin unter Beweis stellen, um ein eigenes Bild zu erstellen. Auch am Stand von Fritz Pietz war Geschicklichkeit gefragt. Dort kann man heute kleine Plättchen verzieren, Mosaikplättchen, die nachher am Ende des Festes ein ganzes Gesamtkunstwerk ergeben sollen und dort an verschiedenen Stellen im Quartier angebracht werden sollen. Seine eigene Zahnpasta geschmacklich auf den Punkt bringen, konnten die Kinder am Stand der Zahnarztpraxis Kempermeier. Wir machen das ganz regelmäßig hier für die AKE-Schule immer im Rahmen der Zahngesundheit. Und wir fanden die Aktion und das Fest eine total tolle Idee und wollten uns ja damit integrieren. Und dann ist eigentlich gemeinsam mit dem Schulleiter und der Frau Koch die Idee entstanden, Zahnpasta selber zu machen. Dann wird mit Schlemmkreide und Glycerin gemacht. Dann können sich die Kinder noch einen Geschmack aussuchen, also Zitrone, Orange oder verschiedene Geschmacksrichtungen. Dann kommt ein bisschen Fluorid mit rein und dann dürfen die das selber anmischen. Die ausländischen Mitbürger präsentierten an ihrem Stand Gemüse und Speisen aus ihrer Heimat. Neben den Aktionen an den Ständen sorgten Tanzdarbietungen und rhythmische Bewegungen von Kindern für eine Auflockerung des Programms. Zudem standen alle Räume in der Schule für Eltern von Schulanfängern, aber auch für sonstige Interessierte offen. Also im Moment unterrichten wir 230 Schüler in 10 Klassen an diesem Schulstandort. Als Grundschulverbund haben wir natürlich noch einen zweiten Schulstandort, den Rob. Da unterrichten wir in 4 Klassen 75 Kinder. Glanzstück der Schuleinrichtung war natürlich die neue Küche, die von allen Besuchern bewundert wurde. Und im Vormittagsbereich sind hier die Lehrer zuständig und die machen auch, wie jetzt in der Projektwoche, haben sie hier Köstlichkeiten aus aller Herren Länder eben gekocht und gebacken. Und somit wird die Küche genutzt und wir freuen uns, dass wir endlich nach vielen Jahren eine neue Küche haben. Die Anwohner nutzen die Veranstaltung an der Schule zum Austausch und Kennenlernen. Was sagen die Anwohner dazu? Ich glaube, vorhin war es Ihnen für einen Moment zu laut, das hat Herr Büscher aber sofort geregelt und ansonsten sind viele hier und feiern mit und das ist auch gut so. Bei gutem Wetter konnten die Organisatoren zum Schluss eine positive Bilanz ziehen.